Was steckt unter der Baumrinde? Leider nichts Gutes. Es ist mal wieder der Borkenkäfer. Aber heute geht es nicht um ihn. Zumindest nicht nur. Denn wir waren beim ersten Waldbegang des Projekts Farm for Forest oder zu Deutsch Wald in Frauenhänden mit dabei. Ich glaube einfach, dass sie manche Frauen vielleicht einfach in der Männerdomäne nicht ganz so trauen. Der Beruf Förster allgemein oder das ganze Berufsbild oder auch Waldbesitzer, das wird nur mit Männern verbunden oder fast nur. Und da ist einfach dann schon auch wichtig, dass man das auch die Frauen wieder weitergibt. Ihr seid auch noch da und dass man die genauso brauchen wie die Männer. So ganz unter sich sollen die Frauen mehr zu den verschiedensten Themen rund um den Wald lernen. Das Projekt gibt es aber nicht nur in Cham, sondern in verschiedenen Ländern entlang der Donau. Das Projekt gibt es eigentlich an verschiedenen Standorten in Bayern, aber im Grunde genommen ist es ein Projekt, was wir mit verschiedenen Partnern in Europa zusammen durchführen. Also wir sind Teil eines europäischen Verbundes. Und der zentrale Partner oder die Leitung, die Gesamtleitung des Projektes hat das slowenische Forstinstitut. In Slowenien gibt es ja auch sehr viel Wald. Wir arbeiten auch mit Partnern aus Österreich zusammen. Insgesamt sind da 10 Länder vertreten. Das Projekt wird in allen Partnerländern unterschiedlich umgesetzt. In Cham sind es die Waldbegänge und das Interesse daran ist groß. Einfach mal das Thema auch den Frauen näher zu bringen, weil es ja wirklich oft das Thema ist, die Männer entscheiden und machen und tun und selber kann man immer gar nicht so genau mitreden, weil man es jetzt nicht so genau weiß und ja einfach generell das Interesse wollt. Ich meine, das ist ja absolut das Zukunftsthema. Wir haben daheim auch im Wald und bin auch daheim für im Wald und ja, mir hat das schon ganz gut gefallen. Ich werde das nächste Mal wieder mitmachen. Die Waldbegänge finden ein Jahr lang jeden ersten Freitag im Monat statt. Die verschiedenen Themen finden Sie auf der Homepage des AELF Cham. Dort können Sie sich jederzeit auch für den Waldbegang anmelden, ganz egal, ob Sie Waldbesitzer sind oder Sie einfach nur etwas dazulernen wollen.